Ihr seht den Wochenrückblick Nummer 125 von motorradonline.de. Heute mit leckeren Sahneschnitten für den gepflegten Zweiradler. Und vielleicht mit der Lösung aller Getriebeprobleme bei BMW. Den ersten echten Bildern des Boxers mit 8 Zylindern aus China. Ich zeige euch nur eine von 7 oder vielleicht 8 je gebauten Ducati-Werksrennern, die zum Verkauf steht. Und ich habe 2 sehr schicke kleine Covers für euch. Und wir starten diese Woche mit BMW, denn die haben uns diese Woche etwas zum Thema Getriebe gezeigt. Ja, im Grunde die Achillesferse vieler Modelle seit Jahrzehnten. Damit der Fahrer oder die Fahrerin der neuen 1300er Modelle nicht ständig selbst im trockenen Getriebe rühren müssen, übernimmt wohl ab dem Herbst oder zu Modelljahr 25 eben der sogenannte Automatic Shift Assistant, kurz ASA. Das ist jetzt kein Quickshifter-Update, wie es vielleicht klingt, sondern ein komplett automatisiertes Schaltgetriebe mit hydraulisch gesteuerter Kupplung. So gesehen im Kontext des im Ergebnis sehr vergleichbaren Systems von Kawasaki bei den Hybridmodellen oder dem Teilsystem der E-Clutch von Honda ist es jetzt allerdings keine Weltneuheit mehr, aber im Segment Premium, wo die 1300er verordnet sind, neben dem DCT von Honda doch sehr selten. Und mit dem besagten DCT, also dem Doppelkupplungsgetriebe von Honda, hat das System nichts gemeinsam, denn der ASA von BMW hat nur eine normale Kupplung, die mehr oder weniger auf dem bekannten Wege geöffnet oder geschlossen wird. Und dafür nutzt BMW einen elektrischen Aktuator, der über ein Zwischenrad mit einer Spiralnut einen Hebel bewegt, der so progressiv auf einen hydraulischen Geber wirkt. Warum? Genau, das weiß man nicht, aber das Modulieren eines Schleifpunkts und natürlich die sehr feine Drehmomentsteuerung der Kupplungsmechanik dürften die Gründe hierfür sein. Siehe Honda bei der E-Clutch, die ja mit 2 E-Motoren und Reduktionen das sehr feingeistige Steuern der Kupplung versuchen hinzukriegen und es scheint zu funktionieren. Übrigens, der Kupplungshebel bei der BMW entfällt, der Schalthebel nicht. Man kann mit dem Fuß also im manuellen Modus immer noch hoch und runter klicken. Und auch das Schalten funktioniert per Aktuator, also einem kleinen E-Motor, der ein Zwischenrad mit einem Pin dreht und dieser Pin steuert ein Schrittgetriebe, das ist dieser Stern und diese Schmetterlingsform und genau das dreht dann im Prinzip die Schaltwalze, die dann so die Gänge einlegt. Und wie ihr auf den Zeichnungen ja seht, so dieser Schalthebel, der ist zwar da und da ist auch ein Gestänge, aber ich kann nicht ganz genau erkennen, ob wirklich dieses Schaltgestänge auf die Schaltwalze wirkt oder per Sensor die Elektronik beauftragt. Wie gesagt, kann ich nicht sehen, würde ich aber gerne mal herausfinden, vielleicht hat es ja jemand erkannt oder weiß es schon. Die Schaltgeschwindigkeit soll laut BMW übrigens auf Niveau des Quickshifters sein und das ist ja normalerweise sehr schnell. Das zusätzliche Steuergerät sowie der Ausgleichsbehälter für die Kupplung sind dann so am Motorgehäuse untergebracht und das Gewicht aller zusätzlichen Komponenten beziffert BMW mit 2,1 Kilo. Also deutlich leichter als die 10 Kilo, die zum Beispiel dieses Honda DCT wiegt. Der Aufpreis zum herkömmlichen Getriebe soll so um die 1000 Euro und ein bisschen was drüber betragen. Eingeführt werden soll es dann erstmal in den Topmotoren von BMW, sprich die aktuelle R1300 GS sowie deren erwartete Ableger, die R, die RS und die RT sind Kandidaten. Und vielleicht um einen Wunsch zu äußern, ich kenne das K1600 Getriebe sehr gut und würde mich da eine Linderung aller möglichen mechanischen Unzulänglichkeiten wünschen und vielleicht kann der ASA da ja helfen. Und dann bleiben wir noch ganz kurz im Bereich von Boxermotoren, denn auf der Autoshow Peking stellte Great Wall Motor unter dem Motorradlabel Suho den schon länger im Gespräch befindlichen Boxer mit 8 Zylindern live und in Chrom vor. Konkrete technische Daten liegen immer noch nicht vor. Es werden weiterhin um die 2000 Kubik, ergo 2 Liter Hubraum, kolportiert. Neue Infos hat das Schaustück allerdings zum Thema Getriebe geliefert, denn das war bisher nicht so. Mit den diversen hydraulischen Komponenten, die man da so sieht, vorne wie hinten, liegt der Schluss nahe, dass Suho auf ein Doppelkupplungsgetriebe setzt. Aber wie beim Motor, obwohl es Ähnlichkeiten ja geben muss, ist jetzt dieses Getriebe keine direkte Honda-Kopie, sondern wirkt von außen sehr eigenständig. Also die Lage der einzelnen Komponenten ist was völlig anderes als bei Honda. Die Anzahl der Gänge bei Suho ist nicht bekannt. Mit 7 wäre es die Zahl der aktuellen Goldwing. Und wenn wir jetzt einfach mal die Zahl der Zylinder, also die erhöhte Zahl der Zylinder um 2 auf die Gänge dazu zählen, dann kommen wir ja schon bei 9 Gängen raus, natürlich mit Kardanantrieb. Das finale Motorrad will Suho dann am 17. Mai auf der Motorradshow in Peking vorstellen. Ein kleines Teaserbild
zeigt schon so die Kontur. Und es ist keine Überraschung, es wird ein riesiger Tourer werden. 1972 war ein entscheidendes Jahr für Ducati, denn beim Rennen der Imola 200 im April trat Ducati mit einem neuen Motorrad an und belegte am Schluss die Plätze 1 und 2 vor MV Agusta. Die Fahrer hießen damals Paul Smart und Bruno Baggiari. Nur 8 Motorräder baute Ducati damals für dieses Rennen und eins davon steht zur Auktion, eine der seltenen Ducati 57 Desmo Imola. Basis war damals die neue, aber ja nicht so wirklich gut verkaufte 57 GT mit dem Desmo V2 und Königswelle. Von ihr kamen der Serienrahmen und das Getriebe zum Einsatz. Neue Nockenwellen und höhere Verdichtung brachten dann den V2 auf 84 PS und für damalige Verhältnisse konsequenter Leichtbau drückten das Gewicht auf 178 Kilo trocken. Ein Teil war davon zum Beispiel dieser ikonische Kunststofftank mit dem Sichtfenster für den Füllstand. Und wer sowas haben will, der hat jetzt vom 8. bis zum 17. Mai beim Auktionshaus Geert Online die Chance, eins zu ersteigern. Allerdings weder das von Spaziari noch das von Smart, obwohl die Startnummer 16 darauf hinweist, sondern diese Imola fand 1973 den Weg nach Südafrika und fuhr da mindestens noch einmal die South African TT, wurde dann eingemottet 1976 an einen US-Korrespondenten verkauft. Der hat die dann 1995 in die USA gebracht und ja, verkauft sie nun. Preisvorstellung von Geert Online zwischen 650.000 und $750.000. Warum ist dieses Motorrad so wichtig? Denn, beziehungsweise das Rennen war sehr wichtig. Nicht wenige behaupten, dass es ohne diesen überraschenden Sieg Ducati heute gar nicht mehr gäbe. Sagt man hinter vorgehaltener Hand. Im Grunde alle sind sich einig, dass dieser Sieg der Auftakt war für das, was wir heute als Ducati kennen. Denn erst ab dann baute und verkaufte Ducati große Motorräder mit großen Motoren. Dem Rennerfolg schob Ducati dann gleich, beziehungsweise 1974, die 57 Supersport nach, also die mit dem grünen Rahmen, die im Allgemeinen als Ducati Königswelle bekannt ist. 2006 kam dann die Paul Smart LE auf Basis der Sport 1000, die haben ja alle so diese Formensprache aufgenommen. Und da bin ich doch mal sehr gespannt, was am 18. Mai für ein Betrag bekannt gegeben wird, denn so wie ich den US-Auktionsmarkt gerade so ein bisschen einschätze und überblicke, glaube ich, dass aus diesen 750.000 schon mal 1 Million werden können und damit wäre sie das teuerste Oldtimer-Motorrad, das in den letzten 10 bis 15 Jahren verkauft wurde. Weder so teuer wie die Duke noch so stark, dafür vielleicht so bekannt könnten die beiden 230er Covers werden, die ich euch jetzt zeige. Das eine ist, die weiße, ist eine Kawasaki W230. Das andere, die schwarze, ist eine Meguro S1. Im Grunde baugleich mit kleinen optischen Änderungen, so hat die Meguro eine andere Sitzbank und ein paar andere Embleme. Technisch beides gleich, Doppelschleife aus Stahl, Stahlschwinge, 230er Einzylinder, luftgekühlt mit so um die 20 PS, ein reiner Asienmotor. Jetzt aber, wie kommt dieses Kawasaki und Meguro zusammen? Also, Meguro, das war ein Motorradhersteller aus Japan, genauer gesagt aus Tokios Stadtteil Meguro, da kommt der Name her. 1937 gegründet, wurden die Megurus dann sehr bekannt als ja, Hersteller, Premium-Hersteller von Motorrädern. Die Kopien waren von britischen Motorrädern, nur die Motoren waren einfach viel, viel besser. Und dann hat es ein bisschen angefangen zu kriseln bei Meguro, dann haben sie sich ja, so ein bisschen zusammengekommen mit Kawasaki. Kawasaki hat dann so ziemlich alles aus dem Wissen rausgezogen aus Meguro, was so ging, hat sich Meguro dann komplett einverleibt und dann war jetzt so 40, 50 Jahre war kein Wort mehr von Meguro zu hören. 2021 hat Kawasaki allerdings wieder so ein Sublabel gegründet. Meguro hat dann gleich mal die S1 gebracht. Das war dann so eine W800 in neuen Trim und eben jetzt die neue S3 als schicker kleiner Retro-Spritzer mit 230 Kubik. In welchen Ländern jetzt allerdings eine Meguro S1 geben wird oder eine Kawasaki W230, das ist noch etwas neblig genau und das ist so ein bisschen mysteriös wie die konkreten technischen Daten, die bisher immer noch nicht vorliegen. So oder so, nach Europa wird wohl weder das eine noch das andere kommen. Schade eigentlich. Und das war auch schon wieder der Wochenrückblick von motorradonline.de. Und welche Frage stellt sich heute außer die? 750.000 Dollar für ein Motorrad, das man nicht fahren kann. Wer würde die Kohle dafür raushauen? Au revoir und tschüss.